Hallo, wir sind hier wieder bei Grametta und wir sitzen bei Herrn Ramuskin, heißt er, glaube ich, mit Herrn Styles und fragen den ein paar Sachen wegen unserem Experiment und weil wir ihn da und Laura sehen und ach Gottchen, ja, ne? Ich glaube, David möchte einfach irgendwelche Antworten auf seine Fragen haben und was da eigentlich passiert und vielleicht zweifelt er sogar selber da dran und ja, an die Sachen, also wegen dem Tank und dass er andauernd irgendwelche Erscheinungen von Laura sieht und nicht nur er, sondern auch Sam hat ja schon was gesehen und Mrs. Dalton. Fragen wir einfach mal weiter. Wir fragen mal nach den Vorfällen auf dem Campus. Ich frage mich, ob die Vorfälle auf dem Campus vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass Laura versucht hat, mit mir in Kontakt zu treten. Wenn sie dafür Energie aufbringen muss, entlädt sie sich anschließend vielleicht auf unvorhergesehene Weise. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss die bei den Vorfällen auf dem Campus erzeugte Energie ungewöhnlich stark gewesen sein. Und das entspricht nicht dem, was ich bisher über spiritistische Kommunikationsformen gehört habe. Aber Sie haben doch selbst gesagt, dass Sie noch nie mit einem Fall zu tun hatten, in dem ein Isolationstank zum Einsatz kam. Das ist wahr. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Sache weiterentwickelt, Dr. Stiles. Das mit dem Isolationstank finde ich auch sehr, sehr interessant. Ähnliche Erscheinungen. Haben Sie schon einmal von ähnlichen Erscheinungen gehört? Ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Einige Aspekte, zum Beispiel die Art und Weise, wie Laura mit Ihnen im Isolationstank kommuniziert hat und dann die Nachricht mit Hilfe des Zufallszahlengenerators, klingen für mich wie eine klassische Kontaktaufnahme aus der geistigen Welt. Aber andere Dinge, die Sie beschrieben haben, zum Beispiel die Sache mit dem weißen Kleid, Loras Gestalt unter dem Bettlaken und dann natürlich die Vorfälle in der Universität, deuten eher auf Telekinese hin, also auf das Bewegen von Objekten mit der Kraft der Gedanken. Sind Sie sicher, dass all diese Manifestationen auf Laura zurückzuführen sind? Natürlich. Ein paranormales Phänomen ist ja schon außergewöhnlich genug, aber zwei wären dann wohl doch des Guten zu viel. Denken Sie nicht auch? Da ist was dran. Okay. Also, David Styles glaubt wirklich dran. Uiuiui. Uiuiui. Danke für Ihre Einschätzung, Doktor. Ach ja, noch etwas. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht sagen, wie ich Laura helfen kann, durchzukommen. Dr. Styles, ich bin mir nicht ganz sicher, was genau Sie mit durchkommen meinen. Erdgebundene Seelen sitzen hier fest, wenn sie ein Trauma nicht überwinden können oder nicht bereit sind, ihren Tod zu akzeptieren. In diesem Fall geht es darum, den Verstorbenen sozusagen zu erlösen, damit er weitergehen kann. Weitergehen? Wohin? Ins Nichts? Ich meine, was wäre, wenn es wirklich möglich ist, Laura zurückzuholen? Aber in welchem Körper soll sie leben? Wie soll sie mit unserer Welt interagieren? Alle Religionen glauben an ein Jenseits und. Ja, danke, Doktor. Es wird langsam spät. Ich muss los. Ich hoffe doch, Sie halten mich auf dem Laufenden. Natürlich. Schönen Tag auch. Auf Wiedersehen. Der möchte wirklich seine verstorbene Ehefrau wieder haben. Ist ein bisschen krank. An sich kann ich ihn ja auch ein wenig verstehen, aber. Trotzdem, ganz im Ernst. Mann, Mann, Mann. So, jetzt müssen wir noch, glaube ich, einen Ort finden, wo wir hingehen könnten. Ich versuche das nochmal mit dem Spiegel. Das ist wirklich, ich möchte die auch im Spiegel sehen. Stand ja auf der To-Do-Liste, auf der Tafel im Privatlabor, dass wir, ja, einen Ort finden sollen, wo wir mit Laura mal waren. Ich habe da schon eine Idee. Nee, Laura nicht da. Ah, ist ja schade. So. Gehen wir mal hier runter. Weil hier im. Da ist es der, ja. Im Speisesaal hängen diese Bilder. Ja, gucken wir mal einfach uns die Bilder nochmal an. Der Timmons Park. Laura war gerne dort. Vielleicht ein guter Ausgangspunkt für eine weitere Erinnerungssitzung heute. An einem trostlosen Wochentag wie heute ist dort bestimmt nicht viel los. Sehr gut, na dann gehen wir da hin. Wir gehen zum Timmons Park.
Schau mal, Mami, ein Monster. Oh. Psst, Liebling. Oh je. Ach, kein Wunder, dass er nie gerne raussieht. Weil mit seiner Maske und so, das ist schon nicht angenehm. Schon ein bisschen blöd. Weil ich kann mir vorstellen, dass er die halt erstes trägt, um dass man nicht dieses ganze Verbrannte sieht. Aber es ist auch oft bei Verbrennungsopfern, wenn die dann so eine Maske im Gesicht tragen, dass da drunter Salbe ist und so, dass es halt besser einzieht und alles. Also, armer Dr. David Stiles, ne? Was haben wir denn hier? Ein Eingangsschild? Im Park finden heute keine Veranstaltungen statt. Gut, dann wird dort nicht viel los sein. Mich erinnert irgendwie diese Kameraperspektive an Silent Hill. Das ist so eine typische, so völlig verquere Kameraperspektive. Die haben Konami immer sehr, sehr gut in ihren Spielen umgesetzt. Ist hier noch mehr? Was soll die Stelle nehmen? Gehen wir mal Timmins Park Brücke. Ich bin gespannt. Ladebildschirm. Hallo. Na? Ladebildschirm? Schick siehst du aus, hey. Man guckt nur zum Unsinn reden bei so einem Ladebildschirm. Eine Bank. Ich glaube nicht, dass ich mich an irgendetwas Bestimmtes erinnere, wenn ich mich jetzt auf die Bank setze. Ich sollte etwas anderes versuchen. Sieht wirklich schön hier aus. Hi, na? Läuft er erstmal gegen uns? Na. Da war eine Lupe. Ich möchte mich mal ein bisschen hier eine Lupe. Baum. Team 8. Nur eine Schnitzerei an einem Baum. Das erinnert mich an nichts. Okay, Team 8. Geil. Lauf mal hier weiter ein bisschen lang. Main Track. Schild zum Hauptweg und das der See. Ich erinnere mich zwar noch an den Park, aber ganz genau habe ich ihn nicht mehr im Kopf. Wohin soll ich gehen? Der Hauptweg ist da entlang. Na, hi! Ich erinnere mich diese... Da führt er zum See, okay. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umgucken. Weil hier ist ja ein bisschen was. Zum Brunnen. Hier ist noch was. L und D, Laura und David. Das ist unser Baum. An einem schönen Sommertag habe ich hier unsere Initialen eingeritzt. Anfassen. Jetzt kriegt er bestimmt wieder ein Flashback. Ein Eis in der Hand. Oh Gott, das ist so traurig. Mann, ey. Okay, wir haben jetzt halt gesehen, dass er hier mit ihrem Baum stand und so und die hat ein Eis in der Hand. Gehen wir erstmal über die Brücke. Mann, Mann, Mann. Nee, nee, nee. Rent the boat. Boote. Laura ist gerne raus auf den See gefahren. Aber ich bin noch nicht so weit. Okay. Das Wasser ist heute ruhig. Da spielt jemand Akkordeon. 3 Pfund. Drei Pfund die Stunde. Lukratives Geschäft. Geht doch noch. Geht doch noch alle, David. Hier kann man ein Boot mieten. Okay. Preisliste, See, Timmons Parkbrücke, Akkordeonspieler. Okay. Ich erkenne ihn wieder. Er ist schon seit Jahren hier im Park. Ich drück mal lieber mal vor sich selber zwischendurch die Leertaste, nicht, dass er wieder wird übersehen und nicht weiterkommen.
Dann gehen wir mal da hinten lang. Wo kommen wir denn da hin? Ist ja gar nicht aufgepasst. Pflaster, da schneiden wir was mit Pflasterstell weg, ne? Hm. Schauen. Oh, okay, das sieht aber ein bisschen wüst hier aus. Der Fluss ist im Laufe der Zeit ausgetrocknet. Ach, da war mal ein Fluss. Noch eine Bank. Gott, das ist viel zu groß hier. Wir saßen immer gerne auf dieser Bank und haben dem Rauschen des Flusses gelauscht. Jetzt ist Laura weg. Und der Fluss auch. Hm. Da haben wir dann Bäume. Hi! Die Gardenien. Tim und Parker. Tim Brunn. Bootshaus. Gucken uns mal die Bäume an. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass dieses Wäldchen so dicht war. Dann gehen wir mal erst hier zu den Gardenien. Doch immer. Also Gardenien sind ja Blumen. Aber dass so ein Abschnitt im Park so heißt. Okay. Strauch. Hm. Das ist ein Gardenienstrauch. Laura würde sich eine Blume ins Haar stecken, wenn sie jetzt hier wäre. Aber leider trägt dieser Strauch keine Blüten. Ah, okay. Wir sollten, glaube ich, eine Gardenie finden. Dann hat er bestimmt wieder ein Flashback. Rosengarten. Ha, Rosengarten. Ein Rosengarten? Der kann auch nicht lange hier sein. Ich erinnere mich nicht daran. Dann hier ist noch ein Äuglein. Gardenie. Hier ist eine Gardenie. Blühende Gardenien. Laura würde sich jetzt eine Blume ins Haar stecken. Flashback. Diese Blume ruft vielleicht Erinnerungen in mir wach. Sie dürfen hier keine Blumen pflücken, Sir. Was? Kann Ihnen doch egal sein. So lauten nun mal die Regeln, Sir. Die Blumen sind für alle Parkbesucher da und dürfen nicht gepflückt werden. Hören Sie, ich brauche diese Blume. Ich bezahle auch dafür. Sie wollen bezahlen? Gut, das Bußgeld beträgt 2000 Pfund. Idiot. Hallo. Ja, das kleine Mädchen. Die hat eine Blume geklaut. Hey, was machst du da? Verdammt, sie läuft weg und hat die Gardenie, die ich brauche. Hä? Was war das denn jetzt? Die Mädel kann eine Blume klauen und der sagt nichts, oder wie? Nein, jetzt geht's ja los. Pflasterweg, Rosengarten, das ist der Spielplatz, das ist ein Mädchen in der Rand, das werden wir gleich mal verfolgen. Beim Brunnen waren wir immer noch nicht. Hier ist noch ein Strauch. Das ist ein Gardenienstrauch. Laura würde sich eine Ah, okay, da sagt er wieder, dann gehen wir mal zum Spielplatz zu dem Mädchen. Mann, Mann, Mann. Das war das Mädchen vom Anfang, die uns als Monster bezeichnet hat. Was tut denn der Junge da? Ein Eisverkäufer. Ein Eisverkäufer. Laura mochte am liebsten Eis mit Orangengeschmack. Dann kauf dir ein Eis, dann hast du vielleicht ein Flashback. Statue? Ich habe nie verstanden, warum man diese Statuen in der Nähe eines Spielplatzes aufgestellt hat. Wahrscheinlich kann man gar nicht jung genug für Kunst sein. Spielgerät? Ich dachte immer, dass eines Tages unsere eigenen Kinder hier spielen würden. Wie schnell sich die Dinge doch ändern können. Dann essen wir mal ein Eis, würde ich sagen. Für ein Flashback. Ein Eis kaufen. Ich hätte gern ein Orangeneis. Das mit Vanille innen. Mm. Meinen Sie einen Orangensplit? Ja, das ist es. Ja? Bitte sehr. Wollen Sie nicht Ihr Wechselgeld? Behalten Sie es. Das ist 100 Pfund in Ihr Pack. Bah, passt. Dann mach mal Eis hier. So. Das war aber ein kleiner Flashback. Aber hat sich bestimmt daran erinnert, seine Frau geküsst zu haben. Und dann hat sie nach diesem Orangen... Mein Gott, diese Statuen sind ja wirklich ein bisschen seltsam. Ich habe nie verstanden, warum man... Nach diesem Orangeneis geschmeckt. Ich habe nie verstanden... Okay, da sagt er aber das Gleiche. Äpfel. So, dann quatschen wir gleich mal das Mädchen an. Äpfel. Äpfel, wow! Bescheuert.
Spielgerät mit dem Mädchen reden. Die hat Angst. Wie heißt du? Das ist eine schöne Blume. Das ist aber eine schöne Blume. Hast du sie hier im Park gefunden? Kann ich sie mal sehen? Was ist das für ein Spiel? Scheint Spaß zu machen. Die Kleine ist hartnäckig. Hat es dir die Sprache verschlagen? Alter, David, so wird das nichts. Wie heißt du? Ich heiße David. Du kannst es mir ruhig sagen. Heißt du Elizabeth? Anne? Meine Maske macht dir Angst, oder? Warum hast du sie auf? Ist so etwas wie ein Pflaster. Na, Kleine, hast du jetzt mehr Vertrauen zu uns? Ah, er lässt sie anfassen. Sehr gut. Sehr süß. Hat das Aua gemacht? Ja, ganz schön. Warum? Tut mir leid, das ist eine ziemlich Kinder. Lange Geschichte. Blumenschirm, magst du ein Eis? Du isst doch bestimmt gerne Eis. Wollen wir tauschen? Du kriegst ein Eis und ich kriege dafür deine Blume. Das würde Mami nicht mögen. Ich habe mir mal das Knie aufgeschlagen und das hat auch Aua gemacht. Wie wäschst du dich eigentlich im Gesicht? Ah ja, wie heißt du? Wie heißt du? Wo hast du die Maske her? Ja, sie ist völlig fasziniert. Die hat jemand für mich gemacht. Warum? Weil ich keine gefunden habe, die mir gefällt. Verkaufst du mir deine Blume? Wie wäre es, wenn ich dir eine ganz neue, glitzernde Münze gebe? Und du gibst mir dafür die Blume. Mm-mm. Kannst du irgendwelche Kunststücke? Wie wäschst du dein Gesicht? Ja. Ich kann die Maske abnehmen. Nimmst du sie jetzt ab? Nein, Mäuschen. Das kann ich nicht machen. Oh, sie ist geil. Jede Frage beendet sie mit, wie wäschst du dein Gesicht? Oh, der Junge, der ist auch geil. Ah, Concentration, Annika. Nicht Lachanfall bekommen. Der Junge, der ist... Zeigst du mir die Blume, die du gerade gepflückt hast? Warum hast du Aua? Es war ein Feuer. Hat es wehgetan? Ja. Kunststückchen. Sie will ein Kunststückchen von uns sehen. Na, dann nimm einfach die Maske ab, das Kunststückchen noch. Was macht er jetzt? Laura, ich kann das nicht tun. Ich kriege die Blume einfach nicht. Ja? Jetzt sieht er aus wie ein goldener Apfel von Minecraft. Oh nee, jetzt hat Laura ihm ein Zeichen gegeben. Oh mein Gott. Was für ein Zufall. Na, dann machen wir hier Kunststückchen. Kunststückchen mit Äpfeln. Du wolltest doch wissen, ob ich Kunststücke kann. Ich kannte einmal eine hübsche Prinzessin. Und die hat mir das hier beigebracht. Schau. Hui. Da kommt höher! Hier. Wirf sie höher! Soll ich? Na gut. Schau genau hin. Rebecca! Ich habe ihr nur ein Kunststück gezeigt. Jetzt gibt die Blume. Wie überaus freundlich. Mami! Mami, ich will mit dem Mann weiterspielen. Er ist nett. Es gibt ihm die Blume. Sonst wäscht er seine Sicht nicht. Jawoll! Tschüss! Alles klar, wir haben die Blume. Dann riech mal dran. Thank you.
Uiuiui. Da lag die Laura im Boot. Bestimmt mit der Gardenie im Haar. Und was wir jetzt hier noch weiter erleben im Park, welche Flashbacks und Erinnerungen und ja, irgendwelche Kinder, die wollen, dass wir unser Gesicht waschen, sehen wir einfach im nächsten Part. Und ja, ich sag tschüss und wir sehen uns.